Jo Leute und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und wir schauen uns heute wie immer den Shop an, davor aber eine kleine Info. Heute gibt es endlich den Das Fundament Skin, den können wir uns heute freischalten, das sollte noch eine kleine Info sein. Dazu wird wahrscheinlich auch noch ein Video kommen zu den ganzen Aufgaben, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jetzt gehen wir aber mal auf den Shop, denn der sollte gleich auch schon da sein, in knapp einer halben Minute, okay. Ich denke da mal, die ganzen Mello-Sachen werden hier bleiben. Was sehen wir denn jetzt aber? Mal gucken. Der Shop ist genau jetzt da und das sind die vorgestellten Sachen. Direkt nichts Besonderes sieht man. Und hier die weiteren Sachen. Täglicher Bereich und okay, die ganzen Lackierungsskins sind zurück. Und somit auch hier die Ausrüstung und die einzelnen Lackierungen. Und ja, okay, hier sind die Marshmallow-Sachen noch geblieben. Also heute wieder relativ viel am Start. Grüner Kobold auch noch hier. AKMV, Arcan Jinx. Und das war's. Okay, also sehr viel am Start. Fangen wir mal oben an. Etheria zurück mit diesem Rückenaccessoire. Dann gibt es ja die Hacke, die so ähnlich aussieht. Ist jetzt nichts Besonderes. Sieht zwar ganz nice aus, aber ist halt gefühlt jeden Monat am Start. Genau wie die Surfhexe auch nochmal mit der Hacke hier. Das sind halt Sachen, die wirklich jeden Monat da sind. Dann gibt es Finsterbomber nochmal zurück. Ist ein sehr nicer Skin mit dieser Tasche hier. Habe ich mir damals auch gekauft. Dann gibt es noch die passende Hacke und auch noch den Begleiter. Ja, wahrscheinlich alles nur Monat her. Gucke ich gleich mal nach. Nimmermehr-Paket darunter. Der Rabe ist schon sehr, sehr alter Skin. Hier noch Rückenaccessoire. Dann gibt es Begleiter und auch noch die Verwüstung, die auch extrem nice aussieht. Das sind Sachen, die ich mir damals gekauft habe. Hier gibt es auch noch eine Hacke dazu und diese Flugspuren hier. Okay. Dann gibt es die täglichen Sachen. Skorpion am Start, günstiger 800 Skin. Der Meister Minotaurus ist ein sehr auffälliger Skin mit diesem Schild. Das sind jetzt aber auch keine krassen Sachen. Geschlagene Hacke. Und dann gibt es noch Schlaffertig, das ist ein Mode. Für 200, okay. Funkenzünder. Und noch Punktetafel. Zeigt halt immer eine andere Zahl hoch. Das ist ganz okay, kann man halt gut für so Zufallssachen nehmen. Ja, und das war es ja eigentlich auch schon. Hier die ganzen Lackierungssachen zurück. Das sind halt die Skins, die sich den Lackierungen anpassen, die man halt ausgewählt hat. Und man kann auch eine primäre Farbe auswählen. Ja, ist ganz okay. Hier sind nochmal die ganzen weiblichen und auch die männlichen Skins zurück. Sind aber auch relativ oft am Start, muss man sagen. Yep, hier drunter noch die Ausrüstungssachen und die einzelnen Lackierungen zum Kaufen. Yep, und jetzt würde ich sagen, gucke ich mal, wie lange die Sachen her sind. Wie ich es bedenken konnte, hier hinten die ganzen Sachen einen Monat her, die vorne hier zwei Monate her. Darunter auch alles einen Monat her und die täglichen Sachen scheinbar ja auch alle nur einen Monat her. Nichts Besonderes dabei, die Sachen ebenfalls nur einen Monat her. Also heute kein krass besonderer Shop, dafür sind die Marshmallow-Sachen noch geblieben. Und wie gesagt, gibt es halt nachher den Das Fundament Skin, also The Rock. Sehr, sehr nice. Und das war's dann eigentlich auch schon.